So. Ich glaube, wir müssen irgendwie noch weiter runter. Ist das wieder ein unsichtbarer Fahrstuhl? Ich warte mal. Ja, ist wieder unsichtbar. Das ist ein bisschen spärlich jetzt hier. Glaube nicht, dass das der einzige war von der Sorte. Ach so, gewusst. Boah, stirb bloß. Ich sag's da. Okay, wo komme ich wieder weiter? Die sind hier verfügbar. Ich schau, ob es hier noch irgendwie weiter runter geht. Jetzt bringe ich zum Ventilator und was bringt der mir hier? Gar nichts. Also, dass ich hier im Kreis rumrennen kann. Ich gehe mal da hoch, ich schau mal, ob das was bringt. Die Wege dieses Spiels sind manchmal unergründlich zu herauszufinden, wo was, wo man hin muss. Aber jetzt gehe ich ja wieder hoch. Und das ist doch falsch, oder nicht? Weil wenn der die Pfeile bei den Sternen dann nach unten zeigen, muss man nach unten und nicht nach oben. Da komme ich her, das ist klar. Also muss ich weiter runter. Das bringt nichts, ist kein nichts anderes logisch. Das mag ich zum Beispiel bei Medal of Honor Teilen nicht so, weil du da immer rumrennen musst und schauen musst, wo du runter musst. Das mag ich zum Beispiel bei den Spielen überhaupt nicht. Vielleicht muss ich da raus oder so. Nix da. Ja, da ist irgendwo ein Scharfschütze. Und da bringt es mir das auch nicht wirklich. Wenn ich jetzt... Ah, da ist eine... Geht's eine... Vielleicht bringt es ja doch was. Das ist unfair. Jetzt weiß ich, wozu ich den Raketenwerfer brauche. Ja, nee, weiß Chinese. Jetzt weiß ich, wozu ich die Bazooka brauche. Ja, wie oft soll ich denn noch auf das Ding schießen? Ja, soll ich jetzt noch... Was, ich muss... Willst du mich verarschen? Na toll. Kann ich gleich meine Waffe wiederholen? Ich hoffe, die ist noch da, aber sonst kriege ich einen Anfall. Also muss ich nur auf den...
Typen drauf schießen. Na, wow. Wozu liegt dann da der Raketenwerfer da? Naja, schauen wir mal. Okay, der ist da. So, ich hoffe, das war. Ich kann jetzt da mal rüber. Heilen gleich mal. Ei, ei. Werde ich auf jeden Fall machen. Aber erstmal Munition hier einsammeln. Okay, wir trinken mal... Okay, wow. Ach, das ist jetzt der Fahrstuhl, wo ich dann... da hoch muss, okay. Ich hoffe, der geht noch ein bisschen höher. Wow, ich sehe sau viele Feinde. Na, das kann jetzt lustig werden. Na toll, wo muss ich jetzt lang? Da lang? Denke ich, muss noch ein bisschen höher. Wo muss ich denn lang? Das, wie gesagt, das finde ich ein bisschen doof vom Spiel, dass man immer schauen muss, wo man lang muss. Oh, Sniper, glaube ich. Spaß damit. War schon wieder so ein Typ mit der Granate. Ich muss nur mal zurück. Alter, wie verhält denn der aus, bitte? Was ich brauche, ist Heilung. Und ich brauche Heilung. Wow. Ja, danke schön. Freut mich ebenfalls. Wo warst du denn, spazieren war ich an der frischen Luft. Hat gedacht, das wäre ein Tresor jetzt. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Travis, die Leiter. Ja, ich muss jetzt mal Heilung holen, Junge. Okay, dann gehen wir mal hoch. Kann ja nicht nur schlimmer werden, oder? Da. Ein Sprengkommando an
Wahnsinn, hey. Ich nehme schon fast eine Stunde auf hier. Ja, lustig, wo sind wir jetzt lang? So. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt da hinkommen. Ja, okay, lass mich halt mitrennen. Ich muss fliehen. Ich hoffe, ich renne richtig. Ich renne aber den Kabel hinterher. Wir müssen fliehen, wir dürfen uns leider nicht verteidigen. Ich folge einfach mal den Kabel. Ich folge einfach nur den Kabel mal. Scheiße! Oh fuck! Das ist aber unfair. Das ist aber unfair, so viele Spezialeinheiten da reinzuschmeißen. Ich muss jetzt wieder vom Fallschirm runterspringen. Ich hätte gekotzt. Einfach den Kabel folgen. Diesmal schieße ich mich aber vor. Da hast du keine Chance. Da muss ich kurz zurückbrechen. Willst du mich verarschen? So viele Spezialeinheiten, das ist unfair. Jetzt stirb halt mal. Nein, ey. Ich glaube, da muss ich echt fliehen. Sonst ist das mich unfair. Na komm. Na komm. Oh, schnell bloß hoch hier. Ist ja Albtraum, hey. Jetzt komm. Hallo. Oh, schnell raus bloß hier. Das war ja Albtraum, hey. What? Ja, der schafft es noch. Drei, zwei, eins. Colonel Scott Webb, Abschlussbericht.
27. März 1945. Der Krieg ist vorbei. Das einst so mächtige Deutschland liegt in Trümmern. Ich denke, Amerika verdankt diesen Triumph dem Mut und der Beharrlichkeit unserer Luftlandetruppen. Die Entschlossenheit und Opferbereitschaft dieser Soldaten erfüllt mich mit Stolz. Und ich fühle mich geehrt, den Luftlandetruppen anzugehören. Medal of Honor Airborne. Tja, das war, Freunde, Medal of Honor Airborne. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie ich. Boah, ohne Schmarrn, dass das jetzt schon der Schluss ist. 6, ja okay, sagen wir mal 7 Folgen, weil ich das ja Ganze noch aufspalten muss. Hammer. Richtig geiles Spiel. Bei gewissen Stellen, wie das jetzt mit diesen Spezialeinheiten, mit den Maschinengewehren, war ein bisschen unfair. Wahrscheinlich musste man einfach nur durchrennen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen fetten Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins meiner Formate mehr verpassen wollt, könnt ihr mir natürlich auch ein Abo da lassen. Und nur eine kleine Nebeninfo. Das nächste Projekt, was jetzt am Sonntag nach Medal of Honor laufen wird, ist Life is Feudal Forest Village. Genau, der liebe Holy Diver wagt sich jetzt auch an einen Strategieaufbauspiel. Dieses Format hat sich meine liebe Freundin gewünscht, die liebe Stuffeli. Ich liebe dich über alles, Schatz. Ja, bist die Beste. Und ich würde mal sagen, ja, das war Medal of Honor Airborne. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es bloß 6 Folgen sind. Beziehungsweise 7. Wahnsinn. Finde ich schon nicht schlecht. Und schaut mal, wie viele Leute da mitgewirkt haben. Ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde noch labern, da würden die ganzen Namen hochwandern hinter mir. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Oder einen schönen Sonntag, ja, je nachdem. Oder wann ihr dieses Video schaut. Ich bin jetzt raus, euer Holy Diver, und muss mich erstmal erholen vor diesem Kampf. Also, weggetreten!